Es gibt für Kurzwaffen unterschiedliche Arten der Visierung. Auf Optical möchte ich jetzt nicht eingehen, sondern ich möchte jetzt eher auf die offene Visierung, sprich Chemo und Korn, eingehen. Wir müssen auch bei der Art der Visierung aus meiner persönlichen Sicht heraus auch immer ein wenig unterscheiden, welche Art des Schießens verfolge ich. Möchte ich eine schnelle Disziplin schießen, mit schnellen Schussfolgen, wo ich schnell wieder die Visierung anfokussieren muss, dann komme ich im Regelfall um einen Leuchtpunkt nicht herum. Was ist damit denn gemeint? Nun, es gibt auf der einen Seite gibt es Matchvisierungen. Das wäre jetzt zum Beispiel vergleichbar wie jetzt hier mit meiner CZ-75. Da sehen wir hier, dass das Korn dunkel ist und die Kimme ist ebenfalls dunkel. Das hat einfach die Bewandtnis, dass wir dann einfach ein, wie soll ich sagen, je dunkler die Visierung in dem Moment ist, desto präziser kann ich im Grunde genommen schießen. Ich persönlich habe aber Schwierigkeiten damit, wenn ich eine komplett dunkle Visierung habe, also dunkle Kimme, sprich schwarze Kimme, schwarzes Korn. Wenn es um schnelle Visierungen oder schnelle Schussfolgen geht, das Korn schnell genug zu fokussieren. Das bedeutet, dass ich dann hier und da mal hingehe und ich mache mir hier vorne aufs Korn einen Leuchtpunkt drauf. Einen hellen Punkt, irgendetwas, was sich vom Kontrast abhebt. Denn ihr müsst euch vorstellen, ihr habt eine dunkle Visierung und vorne nehmen wir mal die klassische DSB-Scheibe, eine dunkle Mitte. Und nehmen wir mal die Duellscheibe, durchgehend dunkel. Ich persönlich sehe da ganz ehrlich nichts. Das ist aber, mag vielleicht meine Augen sein, ich weiß es nicht. Ich jedenfalls habe da echt massive Probleme. Das bedeutet, ich komme besser klar mit einer Visierung mit einem Punktsystem. Nehmen wir mal meine CZ-P10. Hier haben wir ein sogenanntes Three-Dot-System. Das heißt, wir haben hinten an der Kimme zwei Punkte und am Korn ein Punkt. Man sagt jetzt natürlich, Kimme und Korn, die Oberkante des Korns soll eine Linie bilden mit der Oberkante der Kimme. Habe ich nun die Punkte? Bestenfalls bilden diese Punkte, wenn ich im Ziel bin, ebenfalls eine durchgehende Linie. Und damit sollte, ob ich jetzt die drei Punkte in einer Linie habe oder Kimme, Korn, Oberkante. Im Grunde genommen wäre für mich zum Beispiel die beste Variante hinzugehen und zu sagen, ich mache hinten alles schwarz und habe nur vorne den Punkt, weil ich dann etwas habe, worauf mein Auge sich tatsächlich fokussieren kann. Ich schieße, wer meine Videos guckt, nahezu immer mit beiden Augen offen. Und damit brauche ich etwas, womit sich mein Auge fokussieren kann. Und das geht nicht aus Kontrastgründen dunkel auf dunkel. Das heißt, ich brauche diesen Punkt, um zu fokussieren, damit mein Auge etwas hat, das sich vom Kontrast abhebt, worauf es sich konzentrieren kann. Dafür sind diese Leuchtpunkte schlussendlich auch da. Es geht bei den Leuchtpunkten, das sind keine Matchvisiere. Davon darf man nicht ausgehen, sondern diese Leuchtpunkte sind primär dafür gedacht, bei Gebrauchspistolen, Dienstpistolen für die schnelle Schussfolge. Ich muss in der Lage sein, das Ziel schnell wieder mit der Visierung zu erfassen. Und jedes Mal, wenn ich einen Schuss abgebe, geht ja die Mündung aus dem Ziel raus und kommt wieder runter. Und dann muss ich jedes Mal neu fokussieren. Und dafür ist dieser Punkt extrem hilfreich. Bei den Punkten gibt es auch unterschiedliche Varianten. Es gibt zum Beispiel jetzt hier, wie gesagt, nachleuchtend 3 Punkte. Es gibt aber auch die Variante, wie jetzt zum Beispiel hier an dieser PPQ M2, wo wir ein sogenanntes Leuchtkorn haben. Das heißt, wir haben ein relativ langes Korn hier vorne. Da ist ein Leuchtstift drin, der bündelt das Licht und stößt es hier quasi aus diesem Punkt hier raus. Das ist teilweise echt extrem hell, ist also etwas, worauf sich das Auge tatsächlich richtig gut konzentrieren kann. Man sieht das Ding richtig, richtig geil. So, wir haben hier hinten, sehen wir, eine schwarze Kimme. Das heißt, ich habe tatsächlich hier vorne nur diesen Punkt, auf den ich mich konzentrieren kann. Das heißt, ich gehe ins Ziel, das Ding geht hoch, kommt wieder runter und ich sehe den Punkt. Jedes Mal sehe ich den Punkt, wie er wieder runter ins Ziel kommt. Ich kann aber den Punkt im Fall einer hinten dunklen Visierung und dann vorne den Punkt, da muss ich trotzdem diese Oberkante immer noch im Blick haben, damit die tatsächlich eine Linie bildet. Und da sagt auch keiner, dass das einfach ist. Das erfordert Übung. Und das kriegt man eigentlich nur durch viel, viel Üben zu Hause im Trockentraining hin, indem ich mir vorne eine Scheibe hinhänge und das immer und immer und immer wieder übe.
Bei Optical Sight ist es nochmal einen Tacken schwieriger. Ich habe ja für meine CZ-75 auch nochmal eine Doctor Sight. Da habe auch ich immer wieder Probleme, tatsächlich die Waffe so hoch zu kriegen, dass sofort der Punkt sichtbar ist und ich meinen Schuss abgeben kann. Das ist, weiß Gott, nicht einfach. Auch das erfordert Übung. Und zwar richtig, richtig viel Übung. Jetzt ist es nun mal auch so, und das war jetzt, sag ich mal, Auslöser für dieses Video. Und ich hoffe, es kommt auch einigermaßen verständlich rüber, was ich hier vor mich hin brummel. Mich hat einer hier über die Kommentare angeschrieben zu diesem Thema. Er hat eine Heckler & Koch und diese Waffe wurde auf 15 Meter eingeschossen. So, geht er auf 25 Meter zurück und er konzentriert sich auf die Punkte, hat er Tiefschüsse. Ja, das bist du nicht alleine. Du musst das letzten Endes üben, üben, üben. Und verlass dich nicht auf den Punkt. Wenn du mit dieser 3-Punkt-Visierung nicht klarkommst, hey, kauf dir eine andere Visierung. Es gibt genug auf dem Markt, wo du sagen kannst, du holst dir zum Beispiel eine schwarze Kimme. Ohne die 2 Punkte hinten drauf, wie jetzt hier bei der Walter PPQ. Damit bist du aus diesem Thema raus, dass du diese 3 Punkte in eine Linie bringen musst. Ja, nämlich jetzt hier zum Beispiel, wenn ich die in eine Linie bringe, passt es. Aber aufgrund der Entfernung zwischen Kimme und Korn ist natürlich der Punkt am Korn ein bisschen kleiner und das wirft das ganze Ding wieder ein bisschen durcheinander. Kommst du mit der Visierung nicht klar, tausch erstmal die Kimme aus. Im Regelfall kosten die wirklich nicht viel, vielleicht 50, 60 Euro und du kriegst eine schwarze Kimme mit gleichen Maßen und guck, ob du dann damit klarkommst. Schießt du primär Präzision, dann tausch die komplette Visierung aus, Kimme und Korn und mach dir eine Matchvisierung drauf. Schießt du aber mehr dynamisch, dann, wie gesagt, schwarze Kimme, Punkt vorne auf dem Korn für das schnelle Anvisieren und Fokussieren.